Moin Leute und herzlich willkommen zu den Collywood News. Heute beschäftigen wir uns erstens am Rand mal so, besser wird es nicht mit dem Weißabgleich, also hier ist es weiß, ich bin nicht weiß, das Licht ist halt hässlich gelb. Heute geht es um das Thema Hobbys für Hobbylose. Und da stellen wir uns heute nämlich die Frage, was könnt ihr als Hobbylose für ein Hobby tun, damit ihr nicht mehr hobbylos seid? Erklärt sich irgendwie von alleine, oder? Ich habe mal bei Bekannten von mir hier nachgefragt, was sind deren Lieblingshobbys für Hobbylose, und folgende Antwort bekommen. Netflix. Ja, ich krieg rechtliche Probleme, wenn ich jetzt hier Netflix laufen lassen würde, und deswegen KWTV. Häkeln. Gut, also wenn du häkelst, dann bist du echt hobbylos. Tut mir leid, Papa. Malen. Lassen wir das. Salzkristalle rechnen und die Anzahl in der Dose bestimmen. Ich hasse meinen Job. Eins, zwei, scheiße, verzählt. Nee, doch lieber nicht. Das kleine Küken piept mit der zweifachen Geschwindigkeit rappen. Mache ich nicht, weil dann kriege ich jetzt einen GEMA-Verstoß. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten. Schneckenwettrennen filmen und kommentieren und jubeln, wenn irgendjemand gewinnt. Oh ja, da kommt sie los. Da kommt sie doch. Oh, und kommt sie ins Ziel. Ja, da ist die erste richtig geile Zimtschnecke. Jawohl, aber dicht gefolgt von weiteren Zimtschnecken. Das wird nochmal heute richtig spannend hier. Oh, wie viele sind das? Gleich 3, 4, 5. Da hinten noch in der Ecke 6. Oh, da kommt noch eine 7., da kommt noch eine 8. Scheiße, das wird jetzt echt eng für diese Zimtschnecke hier unten. Gut, ab zum nächsten. Kissenschlacht ohne Kissen mit der Wand. Buffen. Darf ich jetzt rechtlich nicht in diesem Video machen, aber ja. Ja, dann gab es auch noch so andere Leute, die dann gefragt haben, ob das mein Ernst ist, dass ich daraus ein Video mache. Und ja, ist es. Zum Beispiel gab mir die Person dann hier als 1 schlafen. Oh, warte mal. Das ist so ein Greenscreen. Wow. Ja, okay. Essen. Ja, finde ich ein gutes Hobby. Filme, Serien schauen. Ah, das hatten wir schon. Weg damit. Lesen. Also wer das macht, ist echt. Katze streicheln. Trinken. Da geht's mal los. Ach. Keyboard spielen. Oh mein Gott, so für echte, harte, hobbylose Podcasts hören oder so, das könnte denen vielleicht helfen. Die Servicestunde. Unternehmen aus der Region stellen sich vor. Wissenswert, innovativ und kompetent. Und ich freue mich sehr, denn bei mir zu Gast ist René Tillack, Vorstand der... Ja, ich muss dazu sagen, es hatten nicht alle Bock, mir auf die Frage zu antworten. Ja, nächstes Thema. Mit einem Blatt Papier das Spiel Schere, Stein, Papier spielen, wo man nur Stein auswählt und immer verliert. Das können wir machen.
Schere, Stein, Papier. Ah, scheiße, hast schon wieder gewonnen. Schere, Stein, Papier. Ah, du Wichser. Schere, Stein, Papier. Ha! Scheiße. Gut, das war's dann auch von dieser Folge Collywood News und ich darf mir einen neuen Fernseher zulegen. Perfekt, danke dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Bitte lasst ihn da, weil sonst kann ich mir keinen neuen Fernseher leisten. Weil, achso, der ist kaputt, ja. Sonst kann ich mir nämlich keinen neuen Fernseher leisten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Mal sehen, was wir im nächsten Video machen. Irgendwann muss ja Frau Ulberg auch noch für mich kochen. Vielleicht schaffen wir das schon im nächsten Video. Vielleicht aber auch erst im übernächsten oder überübernächsten oder wie auch immer. Mama, ich habe den Fernseher kaputt gemacht. Oh nein, das ist wohl nicht dein Ernst. Ich sag dir jetzt kurz was und du musst mal bitte etwas lauter sagen, oh nein, das ist nicht dein Ernst, ja? So, dass man das auf dem Mikrofon ein bisschen hört. Ist okay?